zusammen und ganz recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video Neues von Pascal hier auf meinem Kanal. Hier im linken Monitor kann man schon erahnen, um was es in diesem Video ungefähr gehen wird, beziehungsweise einige haben es bestimmt schon im Titel gesehen oder in der Anzeige auf YouTube. Und zwar gehen wir mal ein bisschen herunter mit der Kamera und ich werde euch heute mal etwas ein bisschen über verschiedene Lampen erzählen, verschiedene Leuchtmittel, Glühbirnen, wie man denen Dingen auch sagen möchte. Einige werden einem den Kopf abhauen, wenn man so einem Ding Glühbirne sagt, für andere ist das ganz normal. Es gibt verschiedene Ausführungen, zum Beispiel die ganz alte klassische Glühlampe, dann gab es mal LED und so weiter, beziehungsweise Halogen, LED und so weiter. Das werden wir mal gemeinsam anschauen in diesem Video. Was wir dann auch anschauen, ebenso eine moderne LED-Lampe, was da alles drin ist. Es gibt Leute, die benennen das elektronisches Gerät und nicht mehr einfach eine Lampe, wie das vielleicht früher so war. Warum das so ist, das werdet ihr in diesem Video bestimmt früher oder später erfahren. Ich werde nämlich versuchen, diese aufzumachen, wenn es dann irgendwie klappt und ohne größere Verletzungen dann, hoffe ich jetzt mal. Und am Schluss werde ich euch noch diese Lampe erzählen oder ein bisschen erklären. Das ist so eine Lampe, eine Multifunktionslampe. Da kann man verschiedene Programme wählen. Man kann da auch zum Beispiel verschiedene Farben wählen. Man kann diese per Fernsteuerung oder beziehungsweise auch per Handy, per iPhone, Samsung, was auch immer, einfach per Smartphone steuern und verschiedene Sachen einstellen. Was es da auf sich hat und wie die funktioniert, werde ich euch in diesem Video alles erklären. Dazu gleich noch etwas vorneweg. Ich möchte weder für die eine noch die andere Marke hier auf diesem Pult Werbung machen. Ich werde die Marken auch nicht speziell erwähnen. Und zwar aus diesem Grund, es gibt da verschiedenste Hersteller, verschiedene Produzenten. Und da will ich nicht spezifisch auf die Firma Werbung machen. Einfach mal zum Erklären und zum Zeigen, wie so eine Lampe funktioniert. Gibt es aber auch zahlreiche andere Hersteller, die super funktionieren. Ich habe einfach mal mit der angefangen vor etwa 4-5 Jahren, als die auf den Markt kamen, und deshalb kaufe ich auch immer wieder die gleichen, weil eben die mit der Software übereinstimmen, also per Handy funktionieren die müssen übereinstimmen und so weiter, und deshalb bleibe ich bei dieser Marke, aber da kann man ganz gut auch andere Hersteller benutzen, testen und so weiter. Also ich will da keine spezielle Werbung auf irgendeine von diesen Dingen machen. Fangen wir mal mit diesem Ding an. Was ist das? Eine ganz normale, wie schon gesagt, einige sagen Glühbirne, andere sagen Leuchtmittel oder eine Glassockellampe oder was auch immer das sein soll. Es ist einfach eine Glühbirne in diesem Video. Eine Glühbirne, die schaut man ein in eine Fassung. Hier zum Beispiel ein Beispiel davon. Das kann eine Deckenleuchte sein, das kann eine Außenleuchte sein, ein Bürolämpchen, ein Nachttischlämpchen, was auch immer, Hauptsache das Gewinde stimmt, wird eingeschraubt, Strom mit draufgegeben und die leuchtet. Wie leuchtet die? Da habe ich mir mal eine Zeichnung vorbereitet, damit man mal ein bisschen eine Erklärung hat, wie die Dinger überhaupt funktioniert haben und was die hatten. Man kann es vielleicht ein bisschen schlecht lesen, weil es ein bisschen... Ich versuche es mal ein bisschen zu dimmen. So, vielleicht jetzt so besser. Also, so muss man sich diese Lampe hier vorstellen, wenn sie durchsichtig wäre. Wir haben einmal natürlich das Gehäuse. Das besteht aus einem Glassockel, den kann man sehen. Unten ist dann der Gewindesockel hier. Der gibt den Kontakt natürlich dann irgendwann mal den Strom in die Leuchte rein. Und unten natürlich noch der Kontakt, der Fußkontakt, das ist hier auch zu sehen. Das sind mal so die Sachen, die man von außen sehen kann. Es gab auch von denen schon, wie es auch heute bei LEDs gibt, die Gläser milchig, so wie diese hier. Es gibt auch durchsichtige. Da hat man zum Beispiel die Wahl gemacht, wenn man zum Beispiel noch so ein Schutzglas vorne dran hatte an der Leuchte oder so, hat man oft natürlich die durchsichtigen genommen. Hatte man das nicht, hat man oft die milchigen genommen. Die haben ein bisschen weniger geblendet und beziehungsweise ein schöneres, völligeres Licht gegeben. Das ist auch heute noch so, aber sonst von der Funktion her alles genau gleich. Im Innern dann haben wir in der Mitte quasi einen weiteren Glassockel, den kann man auch hier jetzt nicht sehen, aber einen Glassockel. An dem sind dann noch zwei kleine feine Drähtchen dran, werde ich nachher darauf zurückkommen. Was aber ganz wichtig ist, ist eigentlich der
die zwei Hauptdrähte, also das ist eigentlich dann direkt verbunden, wenn man so will, mit dem Kontakt. Also einmal haben wir ja hier unten der Kontakt, hier kommt Strom rein. Und der andere ist mit dem Sockel verbunden. Also man kann sagen plus minus, wenn das jetzt zum Beispiel im Gleichstrombereich wäre, zum Beispiel in einem Auto, plus minus. Also hier zum Beispiel plus, hier unten minus und so weiter. Aber wir haben ja Wechselstrom und da ist es ein bisschen anders, aber grundsätzlich auch zum Beispiel Nullleiter und die Phase. Also da muss ja beides verschlossen sein, damit der Stromkreis geschlossen ist und da etwas passieren kann. Also das sind dann die Drähte, die hier aufgehen und hier auf diesen Drähten, an diesen Drähten angemacht, angelötet, wahrscheinlich angeschweißt oder was auch immer, keine Ahnung, wie das funktionierte zur Herstellung, ist dann ein Wickel da, so ein Federchen kann man sagen oder ein Drähtchen oder was auch immer. Und eben dieses Drähtchen ist dann hier eigentlich quasi befestigt oder aufgehangen an diesen kleinen zwei feinen Drähten. Dieser große Draht, das ist der Glühwendel, sagt man dem, und ist meist aus Wolfram hergestellt. Warum, komme ich nachher dazu. Und das ist eigentlich der ganze Aufbau von dieser Birne oder von dieser Glühlampe. Die Funktionsweise dieser Glühbirnen, Glühlampen, ist eigentlich relativ einfach gehandhabt. Wenn man es ganz streng nehmen will, kann man dem sagen, das ist eigentlich eine Heizung, die auch Licht abgibt. Sagen jetzt einige von euch wieder, der spinnt wieder, der hat wieder seine Sprüche. Nein, ist es nicht. Das ist tatsächlich eigentlich nichts anderes. Und zwar wurden jetzt diese Lampen damals auch verboten. Ich glaube, das sind mittlerweile, sind zwar 10 Jahre vielleicht her oder weiß nicht immer genau wie lange, aber tatsächlich wurden diese Lampen verboten, diese herkömmlichen Glühbirnen, diese Glühwedellampen oder wie man den auch sagen möchte, bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Frigolämpchen, Backofenlämpchen und so weiter, so speziellere Sachen, da sind die noch vorhanden zum Teil, aber einfach in einer anderen Form. Aber ansonsten sind die in den Läden verboten worden. Jetzt keine Panik, wenn ihr so eine zu Hause noch habt, lasst die drin, bis sie kaputt geht, das wird irgendwann mal kommen, aber ihr werdet sie nicht mehr kaufen können. Jetzt also, wie funktioniert diese Lampe? Wir haben vorhin gesagt, wir geben Strom drauf, also sozusagen plus minus oder eben Phase und Nullleiter. Das heißt, der Strom kommt quasi hier rauf. Der wird dann geschlossen, der Stromkreis. Und was passiert? Dieser Wolfram-Wendel, also dieses Glühfederchen, dieses Federchen da drin, das wird so stark erhitzt quasi, eben darum habe ich gesagt Heizung, dass es zu glühen beginnt. Jeder von euch, oder fast jeder, nehme ich mal an, hat schon mal einen Raclette-Ofen oder so irgendetwas in dieser Art gesehen. Wenn man den anschaltet, sind da drin auch so die Heizschlangen, die quasi das ganze Zeug aufheizen, ganz normal. Die werden ja auch glühend rot. Meistens sind sie so rot bis so hellrot. Ja, geht leicht ins Orange rein, aber meist so rot. Und das ist eigentlich, ja, jetzt weit, weit hergeholt. Also es ist auch das gleiche wie so ein Draht hier drin, der wird auch erhitzt, wird auch glühend rot, also wenn ihr ganz wenig Strom drauf gibt, ist es rot, je mehr, desto heller. Und irgendwann mal ist es so hell, dass es eben zu einem Licht wahrgenommen wird. Gleichzeitig aber war das Problem eben auch die Hitze, also sehr viel Strom, ein großer Prozentsatz der des Stromverbrauches war natürlich nur für das Heizen zuständig. Ich glaube 10 oder 15%, soweit ich weiß, war fürs Licht. Der Rest ist wirklich für die Heizung gewesen, damit das überhaupt funktioniert. Und deshalb hat man sich dann mal überlegt, ja, wir müssen andere Technologien haben, dass wir den Stromverlust nicht mehr so viel haben, dass wir möglichst viel Strom an die Lichtquelle geben, also an das, was wir eigentlich auch haben wollten. Aber letztendlich, wie gesagt, ist es nichts anderes als der Strom wird geschlossen, der Draht fängt an zu glühen und irgendwann so hell, dass wir eben es als Licht wahrnehmen und dann ist es natürlich eine Lampe. Damit dieser Draht hier nicht gleich verbrennt oder zerschmettert oder was auch immer, ist in diesem Glassockel eine Art Gas eingefüllt. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Gas. Es ist, glaube ich, nicht das Halogenglas, sonst korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Halogen ist dann noch etwas anderes, da komme ich nachher kurz dazu.
sondern ich weiß nicht genau, was es für ein Gas ist. Aber dieses Gas verhindert erstens einmal, dass der Draht eben relativ schnell verbrannt wird und so weiter, oder sonst würde man hier Strom drauf geben und das macht und dann ist er weg. Und zweitens natürlich auch für die Helligkeit, also für die Gleichmäßigkeit des Lichtes, ist es auch noch etwas zuständig. Hat so eine Birne irgendwann mal ein Loch, einen Riss oder was auch immer, dann geht es nicht lange, aha, die Lampe ist kaputt. Das ist aber nicht der Grund, warum sie irgendwann kaputt ist. Einmal ist das Gas auch quasi aufgebraucht, aber ansonsten ist das luftdicht abgeschlossen und das Gas dient eben dazu, dass der Draht nicht direkt verglüht. Ähnlich aufgebaut sind dann diese hier. Das ist eigentlich auch mehr oder weniger das Gleiche. Da ist auch viel Heizung, also mehr Heizung als Licht vorhanden. Aber der Prozentsatz ist schon ein bisschen geschrumpft. Das sind die sogenannten Halogenlampen, Halogenbirnen. Viele kennen Halogen nur aus den Bauscheinwerfern. Die hatten ja dann so eine längliche Birne, sage ich jetzt mal. Und da ist eigentlich auch nichts anderes als so ein Faden und so weiter, der leuchtet. Und drumherum ist dann eben der Bauscheinwerfer vorhanden mit einem Glas, der konnte man aufschrauben zum Wechseln und so weiter. Da kennt man eigentlich Halogen, aber Halogen ist eigentlich nichts anderes als das Gas, was hier drin ist, was das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, die Lebendigkeit oder respektive die Lebensdauer des Glühelementes, des Glühdrahtes verlängert. Und gleichzeitig auch ein helleres Licht abgibt bei gleichem Strom. Und das Licht bei Halogen ist auch relativ, ich sage jetzt mal, relativ gemütlich gewesen. Was aber dann war, ist zum Beispiel auch, die waren sehr heiß, also die wurden heißer als zum Beispiel eine normale. Das war jetzt hier eine 60 Watt Glühbirne, da konnte man noch darauf gehen, 60 Watt. Jeder wusste, was damit gemeint ist. Heute mit den Lumen und so weiter ist eine andere Geschichte. Aber bei Halogen, die wurden sehr, sehr heiß. Diese anzufassen war praktisch unmöglich, auch nach langer Wartezeit. Hier zum Beispiel die eigentliche Lampe, also bei der da zum Beispiel, die eigentliche Lampe ist das Ganze. Wir haben ja vorhin den Draht gesehen. Bei dem hier, da ist zusätzlich noch ein Glaskolben innen drin, kann man hier sehen, auch hier. Und die gibt es ja auch anders. Jetzt zum Beispiel, da ist schon LED, da komme ich nachher dazu, aber auch für diese Art Lampen, zum Beispiel bei Bürolampen, bei Dampfabzuglampen und so weiter, sind die auch sehr oft vorhanden. Ist zusätzlich eben noch ein Glaskörper im eigentlichen Gehäuse und das schützt das Ganze ein bisschen besser. Ansonsten darf man Halogen nicht anfassen, Halogenlampen, weil die werden so heiß, da kann es dann das Fett, was wir an den Fingern haben oder der Schweiß, verbraten quasi auf dem Glas. Irgendwann mal macht es Glück, das Glas ist verbrannt und die Lampe ist kaputt. Kennt man ja zum Beispiel auch bei Auto-Halogen-Scheinwerfer H4, H7 und so weiter. Die auswechseln bitte niemals von Hand, sondern wenn ihr es nicht anders könnt, den Glaskolben immer mit einem Tuch, einem Haushaltstuch oder sonst irgendwas anfangen. Niemals von Hand, so wie ich jetzt. Wobei diesen da macht es nichts, weil wir noch ein Glas darüber haben. Drin ist noch das eigentliche Leuchtmittel. Dann kommen wir zu diesem Leuchtmittel. Das ist jetzt ein bisschen moderner, wobei auf den ersten Blick, das ist ja genau das Gleiche. Klar, die eine ist vielleicht ein bisschen älter, vielleicht nicht der gleiche Hersteller. Der eine hat den Socker schwarz gemacht, der andere weiß. Das Glas ist bei der auch ein bisschen weißer. Hier ist es eher gräulicher und der Sockel hier ist Gold, hier ist das Silber. Aber im Prinzip, das ist doch genau das Gleiche. Ist auch beides aus Glas, klingt jetzt auch nicht genau gleich, vielleicht ist die Größe anders, vielleicht ist noch etwas, fehlgeschlagen. Gut, warum fehlgeschlagen? Klar, die Form ist das gleiche und da haben ja viele, viele Leute immer Streit gehabt. Es gab ja oft oder lange, lange Zeit diese sogenannten Energiesparlampen, das waren ja Leuchtstofflampen, zum Beispiel auch so, wir sagen dem immer noch so, die Neonlampen, wobei Neon ist ja schon lange nicht mehr dabei, aber zum Beispiel diese Neonlampe, diese Leuchtstoffröhren zum Beispiel oder ja eben auch da die verschiedensten, da gab es ja verschiedenste Formen, die oft waren sie auch so die, wie soll ich sagen, so wie
zwei Stangen quasi, oder? Darunter ist dann das Schaltgerät und dann das Gewinde, das ganz normale Gewinde zum Einschrauben auch. Dann gab es da verschiedenste, zum Beispiel so, ja, ich kann es jetzt nicht so gut zeichnen, so geringelte, das waren auch Leuchtstofflampen, dann wieder das Gewinde und so weiter. Das Problem bei diesen Leuchtstofflampen waren oft die Formen, die passen dann nicht mehr, zum Beispiel, wenn ich so eine Kugel habe als Lampe oder irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein Schutzglas draufkommt oder ein Lampenschirm, passen die oft nicht mehr rein. Das war mal eins das Problem von diesen Lampen. Das zweite Problem war auch die Kälte, beziehungsweise je kälter es wurde, desto länger brauchte es, bis irgendwann mal das Licht da war. Es war ganz, ganz dunkel, dann irgendwann kamen sie immer heller. Und wenn sie dann am hellsten sind, ist man schon wieder vom Keller draußen und ja, Strom haben sie zwar auch gespart, aber wenn man den Kosten verglichen hat damals, was so ein Ding gekostet hat, dann die ganze Entsorgung, das Gas drin und so weiter, ja, ob man da viel Energie gespart hat oder beziehungsweise Kosten gespart hat oder Umwelttechnologie gespart hat, wie sagt man, Rohstoffe und so weiter, das lasse ich mal so im Raum stehen. Aber die sind dann relativ schnell wieder verschwunden. Es gibt noch so einzelne, die noch verkaufen, aber grundsätzlich sind auch die wieder verschwunden. Irgendwann mal haben sie dann auch so eine Art Birne in dieser Form entwickelt, mit dem gleichen, aber das Problem war immer noch das Schaltgerät, was unten dran war. Das machte das Ganze klobiger, die passen nicht mehr, eben wie ich gesagt habe, in gewisse Lampen rein. Und hier bei der LED-Technik kann man endlich wieder dazu zurück oder auch bei den Halogentechniken damals wieder quasi die herkömmliche Glühbirneform herzustellen. Und deshalb sind die auch wieder sehr, sehr beliebt. Klar, weil es auch nichts mehr anderes gibt, sage ich jetzt mal. Aber vor allem von der Form her, da wussten die Leute nicht mehr, was passt. Und diese da, die passen wunderbar. Meist auch, wo die alten reinpassten. An dieser Stelle kommt jetzt mein offizielles Warnsignal oder meine offizielle Warnung. Was jetzt kommt, bitte nicht nachmachen. Ich werde jetzt versuchen, diese Lampe, diese Birne zu zerlegen. Ich versuche es mal so gut wie möglich ohne Gewalt. Wenn nicht, hier habe ich schon Hammer bereitgestellt. Also wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Erstens mal, wir haben es später dann auch wieder mit Strom zu tun. Also wenn wir diese jetzt aufmachen, kann es sein, dass an gewissen Stellen direkt voller Strom aufliegt. Und zweitens auch von den Scherben her. Also wir haben gesagt, auch hier Glas. Also von daher bitte nicht nachmachen. Oder wenn ihr es tut, dann bitte nur, wenn ihr wisst, was ihr tut. Es ist eine Unterhaltungssendung, ein Unterhaltungsvideo und kein How-to-do-it oder Erklärungsvideo, was auch immer. Deshalb, ich übernehme keine Verantwortung, wenn etwas passiert, Verletzungen, Kurzschluss, Hausbrand, was auch immer, wenn ihr da etwas macht, was ihr nicht wisst, wie man es macht, was man tut und so weiter. Also aufpassen, Strom, Gefahren und so weiter. So, genug gelabert, jetzt will ich mal versuchen. Ich weiß gar nicht. Einige kann man relativ einfach unten einfach so quasi abreißen. Also man braucht schon ein bisschen Gewalt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier anstellen soll. Ich versuche es mal, ob ich vielleicht das Gewinde... Also momentan funktioniert sie noch übrigens, aber sie flackert. Also quasi die Elektronik ist dahin, aber das Leuchtmittel quasi würde noch funktionieren. Also das geht hier... Soweit schon mal nicht. Ich mache es einfach mal anders. Ich nehme hier mal so ein Säckeli. Ein Säckeli, was möglichst gut verschlossen werden kann. Und da lege ich diese Lampe rein. Verschließe das so gut wie möglich. Und jetzt, es tut mir leid, es muss sein, das Sparschwein muss leider kaputt gehen. Achtung! Und schon ist es passiert. So schnell geht das. Ich hätte sie auch auf den Boden schmeißen können. Jetzt Achtung, Scherben. Scherben bringen Glück oder auch nicht manchmal. Und so sieht das ganze Ding aus. Das kann weg. Das ist nicht mehr reparabel oder was auch immer. Und ich habe gedacht, ich sehe da mehr, was leider nicht der Fall ist. Wir müssen dann noch mehr zerlegen, aber das ist zum ersten schon mal gut. Also
So sieht die von innen aus, hat nichts mehr mit der herkömmlichen Birne zu tun. Klar, wir haben auch hier nochmal zusätzlich einen Sockel, natürlich die Drähte, Kontaktdrähte, die dann an die entsprechenden Stäbe gehen. Was sind das für Stäbe? Ja, komisch, cool. Oh, kann, oder. Okay, also, ich mach mal etwas. Also, ich habe die jetzt mal hier so in einen Sockel eingeschraubt. Auch hier wieder aufpassen, na, Strom, wenn ich jetzt hier berühre, zum Beispiel, also jetzt momentan ist es noch nicht eingeschaltet, aber auch wenn sie kaputt wäre, es kann ja sein, dass sie kaputt ist und nicht mehr leuchtet, aber Strom trotzdem anliegt. Hier haben wir überall Strom, also von daher passt auf, wenn ihr so etwas macht. Ich schalte die jetzt mal ein und so sieht man mal, wie die eigentlich leuchtet. Wenn man es sieht, die Kamera hat wahrscheinlich... Doch, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kann gut... Ja, sieht geil aus. Geiles Bild. Das könnte eigentlich dann das Thumbnail sein fürs Titelbild. Kein Problem. Also, seht ihr, sie fängt schon an zu wackeln. Also das ist das Problem, was die hat. Je nachdem immer mehr und so weiter. Also die ist quasi kaputt, auch wenn sie noch leuchtet. Früher war es so, hier... Diese da, entweder ist der Draht durch, ist sie kaputt oder nicht. Und bei denen da, ja, wenn die Elektronik dumm spielt oder etwas nicht mehr stimmt, dann kann es eben sein, dass sie zu flackern anfängt, zu blinken, disco-mäßig und so weiter. Ganz verschiedene Szenarien, die da aufkommen. Wieder ausgeschraubt und jetzt will ich mal versuchen, diesen noch etwas mehr zu zerlegen. Ich möchte mal schauen, was hier eigentlich im Sockel noch drin ist. Ist da überhaupt noch etwas oder ist einfach auch der Draht, der nach oben geht, wie bei den normalen Glühbirnen. Entschuldigung, wenn ich das Wort Glühbirnen immer sage. Es ist mir eigentlich auch Schnuppe, was andere sagen. Jetzt geht es wieder ans Zerlegen und ich weiß nicht wie. Vor allem habe ich hier relativ kantige Glasreste. Da muss ich wirklich aufpassen. Ich versuche mal, ob ich da... Jetzt wäre natürlich ein Winkelschleifer von Vorteil. Ich nehme hier mal noch das Tuch. Also jetzt wird sie dann kaputt gehen. Die wird nicht mehr leuchten, überhaupt nicht mehr wahrscheinlich nachher. Ich versuche da mal etwas zu entfernen, vielleicht hiermit. Weil meist sind die von unten dann zusammengebaut... Und wie sagt man so schön, verlötet quasi hier unten. Ach so, sag doch was, ich könnte es nicht sehen. So, das wird jetzt eine Herausforderung für uns, für mich. Und ich hoffe, es geht ohne Verletzungen. Sonst werde ich dann auch hier mit etwas mehr Gewalt dahinter gehen müssen. Ich könnte auch das Gewinde aufschneiden. Eigentlich wäre das ja auch möglich. Irgendwie so. Habe ich einfach immer noch das scheiß Glas. Entschuldigung fürs Wort. Oder vielleicht kann ich es jetzt sogar rausziehen. Nö. Ist bombenfest. Wenn es nicht kaputt gehen sollte, wäre es schon lange kaputt. Ich muss dann nachher hier kurz ein bisschen saugen. Aber ich glaube, so werden wir einen großen Teil schaffen. Dann kann ich das so aufdrehen wie eine Fischdose. Genau. Scheiße, abgebrochen, Entschuldigung. Ich hätte ja irgendwie auch ein Tuch oder ein Haushaltspapier darunter legen können vorher. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Also jetzt können wir schon mal schauen, was wir eigentlich da haben. Also wir haben das Glas. Dann ist hier irgendwie ein Material, ich weiß nicht, ist das Leim? Ist das irgendwie ein Dichtungsmaterial? Also relativ hart. Etwas, was hart wird, ist wahrscheinlich eine Art Dichtungskleber oder was auch immer. Ich nehme mal noch einen. Ach so, hier ist der. Sowas. Das kann ich auch noch mal versuchen, hier reinzukommen. Ich sehe schon mein Pflaster an den Fingern. Ach. Also gut verschraubt sind sie, das muss man sagen. Ob es jetzt eine günstige Birne ist oder nicht,
Meist sind sie eben relativ gut verschraubt. Ich habe auch schon anderes gesehen. Da werde ich auch nochmal ein Video darüber machen. Ich habe schon sehr, sehr oft gefährliche, wirklich gefährliche Sachen gesehen. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen. Oh, macht nichts, soll er so sein. Und da kommt genau das zum Vorschein, was ich euch eigentlich zeigen möchte. Ihr habt bestimmt vorhin gelacht, als ich gesagt habe, beim Willkommensvideo oder beim Eröffnungsteil, dass das auch nicht nur eine Glühlampe ist, sondern ein Elektrogerät. Warum? Ich habe gesagt, ihr werdet es erfahren. Ihr habt bestimmt vorhin gelacht, aber das Lachen wird euch gleich vergehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach so, das ist... das Gewinde ist... Jetzt ist gut. Ja, das Gewinde ist noch einmal ein zusätzliches Teil hier. Also respektive das Gewinde, das Metall, ist einfach rundherum gemacht worden. Und das hier, der Sockel, das Weiße, das ist quasi ein Teil davon. Aha, so sieht das aus. Warum habe ich nicht ein Haushaltspapier darunter gestellt? Ich bin gerade ein bisschen... hier sind dann die Kontakte wahrscheinlich, oder was? Nö, ist nicht so. Sehr widerspenstig. Ich hätte jetzt auch mit dem Hammer draufschlagen können, aber das will ich nicht, weil ich das euch zeigen möchte, was ich zeigen will. Und was da sonst kaputt ist, ich muss da mal kurz ein bisschen das Zeug wegsaugen da, sonst habe ich plötzlich Splitter überall. Das da legen wir mal noch zur Seite. Das da auch. So, jetzt mache ich das ein bisschen schlauer. So. Warum nicht gleich? Weiter geht's. Also, jetzt kommt's, jetzt schneide ich und sobald ich's habe, dann werde ich das Video weitermachen. Geschafft. So, wer lacht jetzt immer noch oder zweifelt immer noch daran, dass ich irgendwann mal in diesem Video gesagt habe, so eine LED-Glühbirne oder LED-Lampe ist nicht nur wie damals einfach eine Lampe, die Licht erzeugt, Wärme, Licht, ist jetzt auch egal, sondern es ist ein elektronisches Gerät. Wer lacht immer noch? Das wird euch jetzt gleich vergehen, und zwar das da. Dieses Ding hier, wo bin ich da? Das ist tatsächlich in so einer Lampe im Sockel unten drin, da wo ich jetzt sehr, sehr stark Mühe gehabt habe, diesen auseinanderzukrachen. Wenn ich dann noch die Zoom-Funktion finde und der Fokus da aufs Teil richtet. So, also wirklich, das ist tatsächlich, wenn man es vergleicht mit dem hier, aber nicht bei dieser Lampe, das ist ja eine herkömmliche alte Glühbirne. Hier unten so drin. Ich habe ja gesagt, es ist ein elektronisches Gerät. Hier bei der alten, da ist nichts anderes, als was ich euch gezeigt habe. Hier auf meiner super genialen Zeichnung. Unten der Sockel ist meist toll oder vielleicht sogar mit Glas oder irgendetwas gefüllt, aber nichts anderes drin. Zwei Drähte gehen rauf hier. Auf diese Glühwendel hier, diesen Glühfaden und wieder runter, hier nichts anderes, klar noch Glas und bla bla bla, aber sonst nichts. Hier bei den LED ist es anders, da haben wir tatsächlich eine elektronische Funktion. Wir haben zum Beispiel hier einen Elko, dann sind hier irgendwie, das sind wahrscheinlich irgendwie Gleichrichter oder wie sagt man, LEDs sind ja bekannt, dass die flackern. Ja, zum Beispiel bei Filmaufnahmen, Kameraaufnahmen, Videoaufnahmen sieht man das oft. Wenn zum Beispiel, ich zum Beispiel als Omsi, als Buskollege, Busfreund, filmt oder fotografiert mal bei einem Bus die
Linienanzeige heutzutage, respektive die Zielanzeige vorne beim Bus oder auf der Seite und so weiter, da seht ihr oft nur noch die Hälfte. Warum? Weil die LEDs flackern. Die leuchten nicht einfach permanent wie eine Birne. Wenn sie Strom haben, leuchtet es. Wenn sie nicht mehr, dann ist es erloschen. Sondern die LEDs, die machen tatsächlich in einer Art Frequenz ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Immer so und so weiter. Natürlich blitzschnell, dass wir es mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmen. Aber wenn ihr es je nachdem filmt und je nachdem, wie diese LEDs gerade stehen, sage ich jetzt dem mal, kann es eben sein, dass man teilweise nicht lesen kann. Und genau das, einige sind besser ausgerüstet, andere halt weniger, sind dann, ich weiß jetzt, ich kenne die Bauteile nicht auswendig, aber da sind hier tatsächlich diese Controller drauf, die steuern das Ganze und bringen das Ganze ein bisschen in eine Art, stabile Leuchtweise sozusagen. Und hier sind noch irgendwie Gleichrichter oder wahrscheinlich irgendwie Dioden oder Widerstände oder was auch immer drauf. Also man sieht, so eine Birne, so eine Lampe ist tatsächlich ein elektronisches Gerät. Man kann fast sagen, ein kleiner Computer. Klingt jetzt doof, weil so ein Teil, wenn es ein Computer wäre, müsste er ja einen CPU haben, also einen Prozessor. Aber trotzdem, es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also von daher, lacht niemals mehr, wenn ihr hört, eine Lampe, eine LED ist auch ein elektronisches Gerät. Stichwort Entsorgung. Früher, die hier hat man einfach dem Hausmüll in den Hausmüll geschmissen, fertig, Schluss. Glas braucht es, damit es bei den Müllverbrennungsanlagen besser gebrannt hat. Das Eisen konnte man trennen wahrscheinlich, das wurde wiederverwendet. Mehr war da nicht. Hier haben wir tatsächlich noch Elkos, elektronische Sachen dabei. Ja, ich sage jetzt mal Elkos, Elektrolyte und so weiter, Stichwort. Also, so viel zum Thema elektronisches Gerät und Licht. Ausgelacht, auch die letzten jetzt. Ich hoffe es. LED-Leuchten, LED-Lampen, Glühlampen, gibt es ja verschiedenste Varianten heutzutage, sehr, sehr viele, viel mehr als früher. Ich nehme mal so eine Taschenlampe, wenn ich die gerade sehe. Auch hier ist eigentlich nichts anderes drin als eine LED, so wie es hier auch war. Hier ist es einfach so, dass, wenn man so nennen will, viele LEDs auf so einem, ja, wie sagt man dem, so einem Stab oder einem Faden zusammengeschlossen. Das gibt dann ein helleres Licht. Hier sieht man sie sogar einzeln, je nachdem. Hier drin ist ein groß oder ein einziges, was dann reflektiert wird durch die Reflektoren. Aber nichts anderes ist eigentlich hier auch in dieser kleinen Taschenlampe. Das ist auch ein LED. Also eigentlich nichts anderes. Ich weiß gar nicht. Ich versuche jetzt mal gerade was. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, wenn ich das mal ein bisschen ranzoome, ob man das vielleicht sehen kann. Nee, geht nicht, was ich wollte. Ist auch egal. Aber wie gesagt, hier ist auch eine LED. Dann gibt es diese Spot-LEDs. Da gibt es verschiedenste Ausführungen, natürlich mit Reflektor, rundum beleuchtet, nur auf eine Richtung beleuchtet. Dann gibt es sowas hier. Das sind diese, was ist das, G9-Sockel, glaube ich. Ich kann die mal rausnehmen. Also mit diesen Sockeln da, oft in Büroleuchten, Badzimmerleuchten, Dampfabzügen und so weiter zu sehen. Sockel G9 war richtig. Die kommen da einfach eingesteckt. Dann gibt es ja, es gibt zahlreiche verschiedenste LEDs. Zum Beispiel sowas hier. Dann habe ich hier sowas. Eigentlich immer das gleiche, aber je nach Hersteller, je nach Baujahr vielleicht. Die werden auch immer besser. Sind die halt anders gemacht worden. Weiß jetzt gar nicht, was ich da noch, ob ich da noch etwas habe. Nö, leider nicht, aber ist auch egal. Und letztendlich machen sie nichts anderes als ein Licht. LED funktioniert einfach, ja, es ist stromsparend, wird nicht so heiß. Also ich kann jetzt die mal einschalten. Die sind übrigens hier geschaltet auf diesem Gerät. Hier habe ich dann verschiedenste Sockel, damit ich so Birnen und Lampen mal testen kann. Jetzt momentan die und die angeschlossen hier. Ja, man sieht also, das Licht ist eigentlich immer das gleiche. Diese da sind halt gerichtet, etwas um zu präsentieren, sage ich jetzt mal. Man sieht auch den Licht,
Spiel oder den, wie sagt man den Bogen quasi, also wie es ausgeleuchtet ist. Und die da wird dann vom Reflektor von der Lampe selbst dann irgendwie ja, dahin geleuchtet, wo es sein muss oder auch nicht, je nachdem. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Varianten. Ich kann zum Beispiel die jetzt mal austauschen. Ich weiß gar nicht, ob die noch funktioniert hier oder nicht. Manchmal nehme ich auch Sachen eben nach Hause, um auszuprobieren und weiß gar nicht, ob es noch geht oder nicht. Doch, auch die sieht man auch schön. Ja gut, im Video vielleicht weniger, aber auch schön ausgeleuchtet, he? Ein bisschen heller als die andere. Da gibt es wirklich ganz verschiedenste Modelle, Arten und so weiter. Jeder muss halt versuchen, das rauszufinden, was für sich passt. Ich arbeite ja in einem Verkaufsladen und da fragen mich die Kunden oft, ja, welche Lampe muss ich haben, welche passt bei mir? Da sage ich immer, das weiß ich nicht. Und zwar nicht, weil ich es nicht weiß, so in diesem Sinne, aber das ist manchmal oft die Antwort, die ich dem Kunden gebe. Zum Beispiel auch, wenn der Kunde kommt, ist das richtige Motorenöl für mein Auto? Sage ich immer ganz klar, keine Ahnung. Ich sage es dann so in einem Ton, damit der Kunde weiß, oh, der hat ja keine Ahnung. Aber dann komme ich mit der Erklärung, weil ich weiß ja nicht, was sein Auto für ein Öl braucht. Es gibt verschiedenste Öle. Ich weiß nicht, was sein Auto für ein Alter hat. Ich weiß nicht, ist es so und so, keine Ahnung. Und das Gleiche ist auch bei den Lampen. Wenn die mich fragen, ja, ist das die passende Lampe für mich bei mir zu Hause? Keine Ahnung. Ja, warum nicht? Dann komme ich mit der Erklärung, damit der Kunde weiß, aha, Achtung, Achtung, er ist nicht böse, er meint es nicht böse, sondern er gibt Begründung. Ich weiß ja nicht, wo der Kunde die Lampe einschraubt. Ich weiß nicht, wie stark er sie haben muss. Braucht er sie für ein Hintergrundlicht, beim Fernseher zum Beispiel? Braucht er sie zum Lesen? Braucht er sie im Badezimmer? Dann müsste man ein bisschen ein kälteres Licht einbringen als im Wohnzimmer zum Beispiel. Hat das in der Küche, sind vielleicht 10 von denen nebeneinander geschaltet, damit man vielleicht alle gleiche haben muss oder ist eine einzelne. Das gibt so viele verschiedene Sachen. Und deshalb habe ich dem Kunden immer keine Ahnung. Wenn er mich fragt, ist das die richtige Lampe für mich? Oder wissen Sie, welche Lampe ich brauche? Keine Ahnung. Aber dann komme ich mit der Erklärung, weil es gibt so viele Ausführungen. Schon nur innerhalb von einem Hersteller gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber dann gibt es verschiedene Hersteller, die haben verschiedenste Prinzipien. Klar ist das Grundding immer das gleiche, aber welcher Typ genau, das muss eigentlich der Kunde selber, klar, man kann ihn dann dahin bringen, man kann ihn beraten, ja, wenn Sie so und so, möchten Sie vielleicht dieses Licht nehmen, vielleicht eher das, zum Lesen vielleicht heller zum und so weiter, man kann ihn dahin bringen, aber was er schlussendlich braucht, das weiß nur er und niemand anders. So, zum Abschluss quasi vom Video möchte ich euch noch diese Lampe, diese Glühbirne ein bisschen vorstellen. Das ist wieder was anderes, also ja, also nicht komplett was anderes. Das ist auch natürlich LED. Heutzutage findet man kaum etwas mehr, aber wir haben da verschiedenste Sachen, die wir einstellen können. Wir können zum Beispiel RGB, also verschiedenste Farben. Warum RGB? Rot, Gelb, Blau. Ja. Oder rot, grün, blau, je nachdem. Oder eben auch eher ein warmweiß, also eher gelbliches Licht oder eher kaltweiß, eher weißweiß oder bläuliches Licht, sage ich jetzt mal. Das alles kann man hier einstellen. Dieses Teil werde ich jetzt mal auspacken. Ist noch verklebt. Also ihr seht, ich habe das ganz neu gekauft letzte Woche oder vorletzte Woche. Und das ist schon länger da. Ich wollte das schon lange mal eigentlich machen, dieses Video. Aber wie es so ist, kommt man sehr selten dazu. Ist natürlich die ganze Beschreibung dabei. Und hier zum Beispiel auch ein Hinweis, dass man auch eine Fernbedienung programmieren kann. So eine Fernbedienung habe ich auch schon im Haus. Aber das ist dann ein anderes Ding mal. Und hier, wie gesagt, die Lampe. Auch hier, klar, sie ist jetzt ein bisschen größer. Das muss man natürlich beachten, aber grundsätzlich von der Form her eine Glühlampe. Gewichtmäßig, jetzt habe ich keine Waage da, aber wenn ich beide vergleiche, ich sage jetzt mal, da merkt man schon, hier ist tatsächlich noch mehr als jetzt nur wahrscheinlich so ein Ding drin da. Und zwar ist diese zum Beispiel auch Bluetooth-fähig, sie ist WLAN-fähig, also muss sicher mal irgendein Empfänger und ein Sender dabei sein, der die Daten empfängt, wenn ich dann mit Handy und Software arbeiten kann. Dann muss irgendwie eine Steuerung oder eine Elektronik dabei sein, eben um die Farben einzustellen und so weiter und so fort. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also,
ich öffne hier auf meinem Smartphone mal die entsprechende Software. Wenn ihr diese sucht, die könnt ihr übrigens problemlos herunterladen. Hier auf der Verpackung ist die Beschreibung drauf mit dem QR-Code oder ihr geht einfach in den App Store, je nachdem ihr das machen wollt. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel schon zwei Lampen. Die sind eine Etage tiefer von mir. Das sind auch genau gleiche Birnen wie hier. Die kann ich dann entsprechend einstellen. Es blinkt ein bisschen, weil ich einen Stock höher bin und zum Teil die Verbindung nicht da ist vom Bluetooth, weil ja eine Wand dazwischen ist. Aber jetzt werde ich es machen. Ich werde jetzt diese hier natürlich auch hier hinzufügen. Ich schraube die mal hier in diesen Sockel ein. So. Und ich gebe Strom drauf. Jetzt, normalerweise wird sie dann wahrscheinlich schon anfangen zu leuchten. Schön in Rot. Und siehe da, das Gerät, jetzt ist es natürlich relativ, ich muss die mal ein bisschen wegnehmen, so. Und da, Packung davor, so. Die Software hat die Lampe direkt entdeckt. Hier, bla bla bla, ein neues Gerät wurde entdeckt, möchten Sie es hinzufügen und installieren, also ziemlich schnell. Und ich mache jetzt das so, ich setze mal fort, also ich füge jetzt diese Glühbirne quasi meiner Software dazu, dass die Software dann auch weiß, aha, ich kann auch diese Lampe damit ansteuern. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen ran zu zoomen. So, ist immer so eine Sache. Also, ich setze mal fort hier. Und dann bla bla bla, stellen Sie mit dem Button unterhalb sicher, dass sich diese bla 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 befindet. Ich drücke mal auf diesen Button, also Ein- und Ausschaltung. Hä? Ihr seht, die Lampe geht aus, das heißt, ich habe die Verbindung da. Ich versuche mal da den Fokus ein bisschen herzurichten. Ja, okay, also, das ist okay, ich gehe weiter. Dann will ich ein Foto machen, dass ich auch weiß, welche Lampe es ist. Momentan ist sie noch nicht keine Fassung, aber ich mache hier mal ein Foto so von diesem Zustand jetzt. Foto benutzen. Ja, so. Da, da, da. Auch hier weiter. Können Sie es benennen? Ich schreibe jetzt hier einfach mal rein. Neues von Pascal. Weil es ja in diesem Video gemacht ist, irgendwie wird es dann bestimmt irgendwann mal eingesetzt, dann werde ich das Ganze umbenennen, das ist klar. Weiter. Dann habe ich verschiedenste Möglichkeiten, ich kann die entsprechend in die verschiedenen Geräte ein- oder in die Räume einteilen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mehrere im Schlafzimmer haben, ich kann mehrere im Wohnzimmer haben, in der Küche und so weiter. Hier ist es jetzt so, den... ja, setze ich jetzt mal nicht ins Wohnzimmer, sondern Medienraum. Ist ja auch egal, ich setze den mal ins Medienraum. Fertig. Weiter. So. Jetzt hat es dreimal aufgeleuchtet und sie bleibt jetzt auch aufgeleuchtet weiß. Das hat mir die Bestätigung gegeben, dass die Birne oder die Lampe konfiguriert wurde. Ein Update ist verfügbar. Das mache ich mal. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Also, das ist wahrscheinlich eine Lampe, die länger im Gestell war. Da macht es jetzt ein Update auf diese Birne. Die unten sind schon aktualisiert, aber auf diese mache ich jetzt ein Update. Also ich starte mal und versuche mal das Update zu installieren. Das geht anscheinend ziemlich schnell. Wir haben schon 10%. Ich lasse jetzt das Video mal laufen. Die Birne wird wahrscheinlich dann wieder irgendein Signal geben, entweder blinken oder was auch immer, sobald das Update dann wirklich drauf installiert ist. Prozent geht also nicht mehr allzu lange. So, 95% und Aktualisierung abgeschlossen. Und siehe da, die Lampe leuchtet kurz grün. Dreimal grün aufgeblinkt und jetzt hat sie ausgeschaltet und das bedeutet,
Die Lampe ist aktualisiert, hat sich neu gestartet jetzt und ist wieder im Normalzustand. Jetzt habe ich also hier diese drei Lampen, also die zwei, die ich unten habe, zum Beispiel im Wohnzimmer habe ich die beide in so Laternenlampen. Die eine habt ihr ja schon mal gesehen, die hier, habe ich ein Video mal gemacht, als ich die Laterne neu gefärbt habe, gespritzt habe, revidiert habe. Und hier ist jetzt auch diese da, da kann ich jetzt zum Beispiel drauf gehen. Verbindet, er braucht jetzt eine gewisse Zeit zum Verbinden. Verbindung fehlgeschlagen, warum auch immer. Jetzt ist gegangen. Ist wahrscheinlich wegen dem Update. Jetzt ist gegangen, kein Problem. Und jetzt habe ich hier verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt zum einen mal, ich kann die zum Beispiel ausschalten, ich kann die einschalten. Ja, gar kein Problem. Dann kann ich verschiedenste Farben auswählen. Das habe ich ja auch schon mal gezeigt. Zum Beispiel hier ein eher warmweiß. Ja, ein neutral oder ein kaltweiß, also jetzt ist es eher, im Video sieht man es vielleicht jetzt natürlich nicht so gut, das ist mir klar, aber man sieht wahrscheinlich die Unterschiede, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein warmweiß wieder nehme, ist es eher so ein bisschen gelblich, gemütlicher, wohnzimmerhaft oder eben kaltweiß Badezimmer, wo man viel ein helles Licht braucht, ein natürliches Licht braucht und so weiter, zum Beispiel hier Romantik, ja? Die ist so pinkfarbig. Das ist eher dann leidenschaftlich, rötlich, wobei eben wieder halt nicht so erkennbar. Mal schauen, wenn ich den Fokus hier drauf nehme, ob es vielleicht ein bisschen besser erkennbar ist. Freude zum Beispiel, Natur, ist es eher grünlich und so weiter. Also kann ich da verschiedenste Szenarien auswählen. Ja, jetzt ist klar, beides kann ich nicht haben, so. Dann kann ich hier unten zum Beispiel Palette wählen, dann kann ich hier stufenlos quasi die Farbe einstellen mit so einer Farbpalette hier, kann ich einfach so wie es mir gerade passt oder kann einfach den Effekt machen in einer Disco zum Beispiel, auch gar kein Problem, das geht wunderbar. Dann habe ich hier verschiedene Themen, zum Beispiel hier Sonnenuntergang. Dann flackert es auch so entsprechend oder eine Schlucht, Mondlicht und so weiter. Das ist natürlich alles je nach Raum, wenn es natürlich ganz finster ist, anders erkennbar als hier, wo ich jetzt noch die Studiobeleuchtung habe, das ist klar. Disco kann ich auch nehmen, hier könnte ich jetzt zum Beispiel das Mikrofon einschalten. So, jetzt schaut mal, wenn ich spreche, was das Licht macht. Oder bum, 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 bum. Zum Beispiel, oder? Und dann gibt es verschiedene Sachen. Sensibilität kann ich da. Oder ich kann zum Beispiel auch Musik öffnen. Mache ich jetzt nicht, wegen GEMA-Problemen. Kennt man ja. Könnte ich auch eine Musik ablaufen lassen. Die Lampe würde dann auch hier entsprechend flackern, blinken, leuchten und so weiter. Dann habe ich hier verschiedene Modifikationen oder Animationen, zum Beispiel Kerzeneffekt. Ach so, jetzt will ich das Mikrofon wieder abschalten. So. Zum Beispiel Kerzeneffekt, oder? Dann sieht das wirklich fast so aus wie eine Kerze. Wie es dann flackert. Hä? Und was ich hier unten noch habe, sind verschiedene Programme. Da kann ich zum Beispiel einen Timer einstellen. Ich sage zum Beispiel, okay, die soll zum Beispiel ausschalten in, sagen wir mal, 2 Minuten. Okay, in 2 Minuten wird sie dann ausgehen. Nachtlicht, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, okay, die soll von da bis da einschalten. Zum Beispiel eine Außenleuchte und so weiter, dass die abends um 20 Uhr angeht und morgens um 6 Uhr wieder ausgeht. Zum Beispiel Dämmerungssimulator, da könnte ich auch sagen, okay, wenn es dunkler wird und so weiter, soll sie nur einschalten und ausschalten, wobei man da dann natürlich den Bewegungsmelder zu diesen Artikeln, zu diesen Produkten dazu haben müsste. Anwesenheitssimulator, da kann ich zum Beispiel einstellen wie eine Zeitschaltuhr, dass es, ja, zum Beispiel wenn ich in Urlaub bin, dass es an verschiedensten Zeiten ein- und ausschaltet und so weiter, damit man meint, okay, da ist jemand zu Hause, wird vielleicht weniger eingebrochen, vielleicht auch nicht, vielleicht gerade eben. Und genau das, eben, das ist so cool gemacht, diese Lampen, man hat so viel verschiedene Möglichkeiten, man kann es mit dem Handy steuern oder, wie ich vorhin gesagt habe, wo habe ich das Ding, mit einer Fernbedienung, mit dieser Fernbedienung hier, die zu diesem Produkt geht, wobei diese jetzt, glaube ich, sogar erneuert werden dann irgendwann mal oder zum Teil schon wurde. Es gibt also die zweite Version,
kann ich auch ein- ausschalten, Farben wählen, verschiedene Modis wählen, ein paar weniger Funktionen als natürlich mit dem Handy, das ist klar, aber trotzdem auch sehr praktisch. Und ich kann auch sagen, zum Beispiel, dass diese Fernbedienung nur diese Lampe bedienen muss, die anderen nicht. Ich kann alle gleichzeitig schalten, das ist alles hiermit möglich. Ich habe vorhin mal den Timer eingeschaltet. Ich glaube, das sollte jetzt dann bald ausschalten, soweit ich weiß. Ich habe 2 Minuten eingestellt. Und sonst, ja, ist ja auch egal. Also, wie gesagt, so viel mal zu dieser Birne. So, wir haben wieder einiges gelernt, oder auch ich habe einiges dazugelernt. Das ist ja auch das Schöne daran, wenn ich solche Videos drehe, dann gehe ich während dem Dreh oder vorher oder danach, gehe ich auf YouTube oder auf Wikipedia, schaue mir ein paar Infos an. Ich lerne auch immer wieder dazu und ich mache solche Videos auch zum Teil, weil es für mich interessiert und quasi mit euch zusammen forsche und daher immer wieder auch für mich interessant. Ich hoffe, es war auch für euch interessant, mal etwas zu erfahren über diese verschiedenste Leuchtmittel, Glühbirnen, was auch immer, wie ich das oder wie ihr das benennen wollt, gesehen habt. Wir haben gesehen die alte Glühbirne, wie die funktioniert hat. Wir haben dann die Halogen mal kurz angeschaut. Wir haben einen Blick in die LED geworfen. Das heißt, hier habe ich sogar eine Lampe zerlegt, habe euch bewiesen, dass eine LED-Lampe heutzutage auch ein elektronisches Gerät ist, auch wenn die noch so herkömmlich aussehen, bei der, wo ich Farben wechseln kann, mit Handy verbinden, ist es klar, da kann man davon ausgehen, aber auch, wenn sie ganz gewöhnlich aussehen, so wie die, auch hier, da ist das Gleiche drunter, auch bei denen da, da ist auch so eine Elektronik, eine Störung darunter, auch wenn man es nicht denkt, also von daher auch eine Birne, eine Lampe heutzutage ist ein elektronisches Gerät. Jawohl, in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden und bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen und ihr habt etwas dazu gelernt. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder bei, wenn es dabei wieder heißt, Neues von Pascal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf. Denkt daran, nochmals als Erinnerung, wenn ihr so etwas nachmacht, so Lampen auseinanderbauen mit Gewalt und so weiter und Strom zu tun habt, müsst ihr wissen, was ihr tut, sonst lasst bitte die Finger davon. Es dient zur Unterhaltung meiner Videos und nicht etwa zum Nachahmen, Nachmachen, was auch immer. Wenn Fragen sind oder vielleicht Ergänzungen, Erklärungen, was auch immer, gerne einen Kommentar da lassen, einen vernünftigen Kommentar bitte. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich sage es nicht in jedem Video, in dem sage ich jetzt wieder mal, ein Abo wäre nicht schlecht. Wir steuern langsam auf die 1000 zu. Das wäre sehr cool, wenn da noch ein bisschen Gas gegeben wird. Und nicht nur Abo anklicken, sondern auch Videos schauen. Das wäre natürlich sehr von Vorteil. Nochmal in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.